Hallo, ich bin Bertolt Huber und ihr schaut gerade Oja TV. Hier ist das erste deutsche Fernsehen. Mit uns! Ja, ich bin Andreas Reinshagen. Und ich bin der Marcel Fromm. Und wir sind hier bei der Arena-Veranstaltung der IG Metall, gemeinsam für ein gutes Leben, und berichten heute mit einem Spezial von dieser Veranstaltung. Ja, wir sind heute hier mit 2650 Helfern, 1000 Bussen und 9000 T-Shirts. Insgesamt sind wie viele Leute hier, Andreas? Knapp 60.000 Menschen sind hier in der Arena. Die Stimmung ist hier richtig heiß. Die Arena kocht förmlich. Und ja, wir schalten jetzt mal zu unserem Außenreporter, Tim Engel. Tim, kannst du uns hören? Ja, Andreas, Tuffi, könnt ihr mich hören? Wir sind hier im Bus im Wuppertal, geht gerade nach Frankfurt, wo wir eine Riesenparty feiern. Sabine ist dabei, alle sind dabei. Wir gehen jetzt mal nach oben, gucken, was da los ist. Ja, hier, Randale im Bus. Jetzt gehen wir nach oben. Kameramann kommt nicht wirklich hinterher. So. Einmal Krawall machen. Ja, wie ihr schon hört, ist hier richtig was los. Die Stimmung kocht. Und ja, wie ihr sehen könnt, die Party steht. Und ich gebe einfach mal gleich zurück an Andreas und Tuffi. Ja, das war gerade Tim Engel, der uns live zugeschaltet aus dem Bus von Wuppertal nach Frankfurt berichtet hat. Und ja, wir waren ja heute Morgen auch bei der Jugendkundgebung auf dem Opernplatz. Und es war eine einzigartige Atmosphäre, oder? Definitiv. Microphone Mafia war da, die haben uns musikalisch richtig schön eingeheizt. Und die Steffi war auch da, die hat einige Leute interviewt, einfach mal geguckt, was da so abgeht. Und das seht ihr jetzt. Tuffi, ich kann euch hören, hier ist wirklich die Hölle los. Oh mein Gott, was passiert hier? Alle setzen sich hin. Andi, Tuffi, im Hintergrund spricht jetzt der Bundesjugendsekretär. Das sollten wir uns anschauen. Das weiß ich, gemeinsam können wir eine Menge erreichen. Hallo, wie heißt du? Fiona. Fiona, was machst du heute hier? Ich bin dafür, dass die Azubis auch einen sicheren Arbeitsplatz kriegen. Okay, und was meinst du, ist die Stimmung hier? Die Stimmung ist, denke ich mal, klasse. Wir machen alle mit, ist gut. Okay, alles klar, danke. Ja, danke Steffi. Wir haben ja auch Thomas Hai gesehen mit der Aktion, die der Bezirk geplant hat. Ja. Mit diesem Virus-Prekär-Ballon, der dann nachher von Regina Körner und Erik Leiderer, dem Bundesjugendsekretär, zerstört worden sind. Und ja, die haben wir ja im Interview getroffen und das seht ihr jetzt. Und ich bin Erik Leiderer und du schaust gerade Oja TV. Ich konnte mir gerade den Bundesjugendsekretär der IG Metall, Erik Leiderer, für ein paar Minuten schnappen. Erik, eben auf dem Opernplatz fand eine riesen Aktion statt. Eine Jugendkundgebung mit 10.000 Jugendlichen. Ja, wie hat es dir gefallen? Das war der Hammer. Ich habe schon viel erlebt in der IG Metall-Jugend, aber der Platz hat gebrannt, die Stimmung war da. Die Energie, die da am Platz zu spüren war, also auf der Bühne, also, hab da eine unheimliche Endorphinausschüttung gehabt. Das war echt kräftig. Also mit euch, ja, können wir gemeinsam viel rocken. Die Operation Übernahme ist ja dieses Jahr ins Leben gerufen, Anfang dieses Jahres. Ja, wie ist so die Resonanz jetzt nach der Riesenjugendkundgebung? Ja, also die Kampagne Operation Übernahme ist, also wir haben ja auch nie gewusst, was da passieren würde. Das war aber letztendlich wie ins Wespennest gestochen. Also die Operation Übernahme, die läuft landauf, landab, querbeet, überall. Überall tut sich unheimlich viel. Ob das der selbstgedrehte YouTube-Film ist, betriebliche Aktionen, Marktplatzaktionen. Also wir merken, dass ihr euch alle damit unheimlich identifiziert und es macht unheimlichen Spaß, das anzuschauen. So eine Kampagne in der Form habe ich in der IG Metall-Jugend noch nie erlebt.
Die Microphone-Mafia hat ja heute die zweite Version des Kampagnensongs vorgestellt. Wie hat dir hier gefallen? Ja, ich habe den Text ja schon mal vorher gelesen in einem Word-Dokument. Fand das alles, ja, also ich konnte mir so nicht vorstellen, wie das musikalisch rüberkommt. Es ist halt so, wenn du den ersten Song im Ohr hast und du den ersten Song gut kennst, dann ist der zweite erstmal, naja, den muss ich erstmal etablieren. Aber ich glaube, dass auch der, wenn er oft genug präsentiert wird, gespielt wird, sich wie ein Ohrwurm durch die Mengen brennt. Gerade die junge Generation ist ja der Verlierer der aktuellen Krise. Ja, was rät da die IG Metall? Gegenwehr. Also was die IG Metall rät, ist, wir dürfen nicht länger hergehen und dürfen warten, dass irgendjemand für uns irgendwas macht. Wir müssen selbst aktiv werden. Und das ist auch das, was die Operation Übernahme auszeichnet. Dass wir Aktivitäten mit den Betroffenen machen und nicht stellvertretend, wie wir es früher gemacht haben. Ja? Also ich kenne das auf meiner aktiven JAF-Zeit. Damals war das so gewesen, ah ja, wir regeln das schon für dich. Heute ist es, wir regeln das mit euch gemeinsam. Ja? Und das ist was Neues. Und dazu rate ich nur, dass wir weiterhin gemeinsam mit den Betroffenen nach Organizing-Strategien mit ihnen was tun. Super, dann danken wir für das Gespräch und hoffen, wir sehen uns bald wieder. Jo, macht's gut. Ciao. Ciao. Ich bin Regina Görner, das für Jugend zuständige Vorstandsmitglied der IG Metall. Und du schaust gerade Oja TV. Ja, neben mir sitzt jetzt meine zweite Interviewpartnerin, Regina Görner. Du bist im IG Metall Vorstand. Eben hat auf dem Opernplatz in Frankfurt eine Jugendkundgebung stattgefunden. Und ich hatte das Gefühl, da herrscht eine einzigartige Stimmung. Wie hast du die Veranstaltung empfunden? Ja, ich war sehr froh, dass es so schön bunt, so schön laut und so schön voll war. Also es war richtig klasse. Ich habe wahrscheinlich den besten Blick gehabt. Ich war oben auf der Bühne und da sieht man das ja immer viel toller. Das war richtig geil. Hättest du damit gerechnet? Also die Hoffnung hatte ich schon. Ich weiß ja, wir haben eine taffe Organisation, die auch ich sag mal, die Menschen bewegen kann und viele junge Leute, die sich engagieren. Und ich hatte schon die feste Hoffnung, dass wir den Opernplatz vollkriegen. Es gab auch einen Videowettbewerb. Der Märkische Kreis hat gewonnen und ich habe gestern nochmal auf die Homepage geschaut, der IG Metall auch, und 35.000 Leute haben dieses Video angesehen. Glaubst du, dass gerade der multimediale Medienbereich da auch die Zukunft ist? Ganz sicher ist er das. Wir nutzen das als Gewerkschaft noch viel zu wenig. Wir haben als IG Metall Jugend ja gerade angefangen, solche Instrumente auch zu nutzen. Ich versuche das auch in der Erwachsenenorganisation voranzutreiben, obwohl da immer noch viele sagen, na, die haben noch alle gar keinen Internetzugang oder kein E-Mail oder sowas. Ich glaube, heute hat fast jeder einen und gerade die jungen Leute haben alle einen. Und wenn wir die Chance nicht nutzen, zu denen auf den Computer zu kommen, dann machen wir einfach einen Fehler. Also ich sag mal ein Beispiel. Wir haben viele, viele einzelne Beschäftigtengruppen in der IG Metall, die nicht so wahnsinnig zahlenmäßig groß sind. Also ich sag mal eine bestimmte Berufsgruppe, die jetzt nicht wie die Mechatroniker oder die Industriemechaniker Tausende zählt. Aber die wollen möglicherweise ihre eigenen Angelegenheiten auch mal miteinander diskutieren und miteinander vertreten. Ja, die können wir heute eigentlich übers Netz miteinander in Austausch bringen. Wir können sicherstellen, dass auch jemand, der in Flensburg oder in Garmisch-Partenkirchen sitzt, dran ist an der Diskussion, sich beteiligen kann daran. Das sind gigantische Möglichkeiten, die wir da haben. Es kostet fast nichts. Wir müssen nur mal sehen, dass wir jetzt auch unser Denken, wie wir auf die Menschen zugehen, so orientieren, dass wir diese Gelegenheiten nutzen. Ich halte das für ganz, ganz wichtig in der Zukunft. Die aktuelle Ausgabe der Metallzeitung wurde ja auch von Jugendlichen gemacht, produziert auch. Ja, wie hat dir die Zeitung gefallen? Hast du schon reingeschaut? Ich habe reingeschaut. Ich habe ja auch ein bisschen was dazu beigetragen, dass sie von Jugendlichen gemacht werden konnten, weil ich denke, das ist eine wunderbare Gelegenheit, einfach der ganzen Organisation, allen 2,3 Millionen Mitgliedern und allen denen, die zu Hause da auch mal reingucken in die Metall-Zeitung, zu zeigen, dass junge Leute ihre Angelegenheiten ganz gut selbst vertreten können. Und mir hat die Zeitung sehr gut gefallen und was mir auch besonders gut gefallen hat, ist, mir haben Leute gesagt, dieser Workshop, in dem das gemacht worden sei, das habe so viel Spaß gemacht und ich bin sicher, das war nicht das einzige Mal. So, das ist das Ende der Special-Sendung vom Oja TV und wir gehen jetzt noch ein bisschen feiern. Vielleicht sehen wir uns nächste Woche mit der nächsten Sendung und hier ist unser Kameramann, Tim. Dankeschön. Schaltet uns die nächste Woche wieder ein. Wir sehen uns.